Und wie heißen Sie? Gerda Günther. Und wann sind Sie geboren? 6.01.22. 1922 sind Sie geboren. Ich kann sich ja ausrechnen, wie alt ich bin. Wo sind Sie denn geboren? In Berlin. Und in Berlin geblieben. Mein Vater, der war Kranführer in einer Fabrik. Und meine Mutter war mir jetzt zu Hause. Früher waren das nicht so, dass die Frauen alle mitgearbeitet haben. Meine Großmutter hat 14 Kinder gehabt. Mein Großvater war Kapellmeister, gut dirigiert, war 11 Mädchen und 3 Jungs. Ach Gott, 15 Kinder hatten die? In Schlesien geboren. Das heißt, Ihre Eltern sind auch in Schlesien geboren? Ja. Hatten Sie noch Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester, Halbschwestern, von meiner Mutter, ihren ersten Mann. Der erste Mann ist im Krieg gefallen, nicht? Im Ersten Krieg? Ja. Und dann hat sie natürlich den Günther geheiratet. Und Sie sind hier im Wedding aufgewachsen? Ja. Wo denn? Freimaler Straße, es geht, wenn Sie die Osloer kennen. Die kennt eigentlich jeder. Ja. Die Osloer Straße hieß nicht immer Osloer, die ist früher Christianiastraße. Das wissen die wenigsten, wo sollen sie doch wissen. Da bin ich zur Schule gegangen, Volksschule. Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Ja, nicht, bin ich den ersten Tag gegangen wegen der Schultüte. Ich war so auf Süße eingestellt, aber gerne. Es bleibt dann weiter eigentlich übrig. Ja, ne. Heutzutage gehen ja Jungs und Mädchen in eine Klasse. Das war natürlich damals nur Mädchen oder Jungs. Das gab es nicht. Naja, ist schon besser, so ein bisschen gemischt. Und vor allen Dingen, die Lehrerin waren alles Fräuleins. Das sind alles junge Frauen, ja? Die waren alle mit Fräulein an der Schule. Ob sie nur eins waren, weiß ich nicht. Und in der letzten Klasse hatten wir den Rektor. Ne, denn da ist er fing aus der 8. Klasse an, bis zur 1. Heute ist es anders, bis in der 1. bis zur 8. ist ja auch erdenklicher, oder? Das muss ich auch sagen. Ja. Wie lange sind Sie denn zur Schule gegangen? 8 Jahre. 8 Jahre? Das ist üblich 8 Jahre. Und dennoch einmal der Woche, das war eine hauswirtschaftliche Schule. Ne?